Über 11.000 Alten- und Pflegeheime gibt es in der Bundesrepublik, rund 850 in Österreich und mehr als 1.500 in der Schweiz. Aber nur dieses hat die Eigenversorgung von Strom und Wärme schon von vornherein mit eingebaut. Das Seniorenzentrum Unterschneidheim zeigt, dass sich der hohe Bedarf von Energie zu einem sehr großen Teil autark und damit wesentlich kostengünstiger als mit rein konventionellen Energieträgern decken lässt. Auf einer Objektgröße von 4.900 Quadratmetern leben in diesem Pflegeheim 40 Bewohner. Der Energiebedarf liegt bei 460.000 Kilowattstunden Gas. Strom aus dem Netz wird für 27 Cent pro Kilowattstunde bezogen. Das Haus wurde 2015/2016 neu gebaut und im April 2016 bezogen. Ein modernes Energieeigenversorgungskonzept, egal ob im Neubau oder bei einer Sanierung, erhöht die Wirtschaftlichkeit der gesamten Einrichtung ganz erheblich. Für die Betreiber ein wichtiges Thema. Denn je niedriger die Energiekosten, desto mehr Mittel bleiben für die eigentliche Aufgabe übrig, die Betreuung der Bewohnerinnen und Bewohner. Die Heimleitung unter Sascha Kirsch entschied sich deshalb für ein Blockheizkraftwerk, um Wärme und Strom selber herstellen zu können. Dazu gehört natürlich auch die Beheizung des Brauchwassers. Die Photovoltaik liefert außerdem Strom vom Dach. Konzipiert und umgesetzt wurde die beeindruckende Haustechnik von der Firma Köpfer Gebäudetechnik. Wir haben hier 28,8 kW Photovoltaik. Wir haben ein Blockheizkraftwerk mit 20 kW elektrisch und 60 kW thermisch und speichern das Ganze in 27,5 Kilowattstunden E3DC-Speichern, sprich in einer Farm bestehend aus zwei S10. Die Hauskraftwerke von E3DC sind das Herzstück der gesamten Energietechnik im Hause. Die eigenproduzierte Energie wird bei Bedarf dort nicht nur gespeichert, sondern im Farmingbetrieb die gesamte Energieversorgung des Hauses damit gemanagt. Die Ergebnisse der autarken Selbstversorgung im Wechselspiel zwischen Eigenproduktion, direktem Verbrauch und Speicherung sind sehr beeindruckend. Wir fahren je nach Wetter pro Tag bis zu 99% autark. Wir sind übers Jahr gesehen aktuell 83% autark hier im Gebäude und das bei 40 Bewohnern. Die leistungsfähigen Lithium-Ionen-Batterien des Hauskraftwerks von E3DC treiben den Autarkiegrad in die Höhe und bieten im Notfall sogar eine Stromversorgung im Inselbetrieb an. Ganz ohne das öffentliche Netz als Taktgeber. Von Januar bis November 2017 lieferte allein die Solaranlage nominell fast die Hälfte des gesamten Strombedarfs. Energie, für die es nie wieder eine Preiserhöhung geben wird. Ja, ein Thema ist in jedem größeren Gebäude die Energiekostensicherheit. Einfach die Energiekosten so niedrig wie möglich zu halten und wir haben hier einen klar definierten Wert. Zum anderen ist aber auch, dass hier die Bestrebung da war, so energieautark, also so unabhängig von Energieversorgung wie nur irgend möglich zu werden. Die Photovoltaikanlage mit ihrer Leistung von 28,8 kW Peak ist in Ost-West-Richtung aufgeständert und liefert so Strom vom Morgen bis zum Abend. Zwei S10-Hauskraftwerke von E3DC mit 27,6 Kilowattstunden Speicherkapazität im Farmingbetrieb sowie ein Blockheizkraftwerk mit 20 kW Leistung elektrisch und 58 kW thermisch stellen das technische Setting der Eigenenergieversorgung dar. Das ist aber noch nicht alles. Die Firma Köpfer Gebäudetechnik erbrachte nicht nur das Konzept für die Energieeigenversorgung inklusive Realisierung, sondern kümmerte sich auch um die Gebäudeautomation. Denn Energie selber zu produzieren ist eine Sache, so wenig wie möglich davon zu verbrauchen eine andere. Joe Köpfer und sein Team wollten deshalb alles, was möglich ist, im Haus beim Energieverbrauch automatisieren. Ohne Komfortverlust für die Bewohner und das Personal. Soll die Steuerungselektronik doch automatisch dafür sorgen, dass die Energie dann bereitgestellt wird, sobald man sie braucht. Das gehört für mich im Prinzip bei jedem Gebäude eigentlich dazu. Jedes Gebäude funktioniert einen Tick anders. Jeder Bewohner möchte was anderes haben. Das trifft jetzt nicht nur ein Altenheim, das trifft auch im Einfamilienhaus zu. Jeder hat seine Präferenzen und wir können die Vorlieben jedes Einzelnen genau in der Automatisierung hier abbilden
Und er kann aber, wenn sich seine Vorlieben ändern, diese in der Visualisierung jederzeit wieder neu anpassen. Dabei setzte Joe Köpfer auf die Smart-Home-Lösung von Loxone. Das österreichische Unternehmen entwickelt einen Miniserver, in dem die Nervenstränge des Gebäudes praktisch zusammenlaufen. Strom und Wärme gibt es damit je nach Bedarf. Damit haben wir einen Grundbaustein der Automatisierung. Das heißt, wir haben 8 digitale Ausgänge. Wir können 8 verschiedene Geräte ansteuern. Wir können analog Geräte ansteuern. Das heißt, wir können wirklich eine Leistungsebene vorgeben. Wir haben die Möglichkeit, analoge Daten einzulesen. Wir haben die Möglichkeit, digitale Daten einzulesen über die Präsenzmeldung. Und wir hängen natürlich die komplette Sensorik vom Gebäude da dran. So sieht ein modernes Energiekonzept also in zeitgemäßen Gebäuden heute aus. Photovoltaikanlage auf dem Dach, Blockheizkraftwerk im Keller. Das Hauskraftwerk von E3DC steuert die Energieproduktion und Verteilung. Der Miniserver von Loxone ist praktisch der Autopilot in der Energieverwendung und zieht gleichzeitig die Energieverbrauchsbremse. Das alles stellt einen gerätetechnisch und preislich überschaubaren Aufwand dar. In diesem kleinen Schrank passt die ganze Steuerungselektronik von Loxone hinein. Übersichtlich, verknüpft und steuerbar mit dem Computer oder der Handy-App. Energieeigenproduktion und Energieverbrauch zusammengedacht. Ja, es war die logische Konsequenz. Zum einen, um die ganze Heizenergie mit einzusparen. Das heißt, wir drehen automatisch in den Zimmern die Heizkörper zu, wenn ein Fenster geöffnet wird, um einfach da die Heizenergie gleich von vornherein mitzusparen. Wir beheizen die Bäder nicht, sondern schalten bei Präsenz in den Bädern die Infrarotheizung zu, die dann auf Komforttemperatur fahren, was für die Bewohner relativ angenehm ist. Und wir haben eben da den Vorteil, dass wir das steuern können, wirklich nur bei Anwesenheit. Und damit sparen wir relativ viel Energie schon vorher ein, also wir senken den Verbrauch per se und nutzen dann das, was wir zur Verfügung haben, für die Bereiche, die wir wirklich nicht vermeiden können, wo wir den Verbrauch prinzipiell da haben. Der besondere Vorteil für das Seniorenzentrum ist die schon mehrfach erwähnte Automation. Weder den Heimbewohnern noch dem Personal muss gesagt werden, wie mit dem Verbrauch von Energie und Wärme umzugehen ist. Öffnet zum Beispiel ein Bewohner oder Pflegekraft das Fenster, fährt die Heizung ihre Leistung automatisch zurück. Auf Wunsch lässt sich zum Beispiel per Handy-App alles nachkontrollieren, ob ein Fenster etwa geöffnet oder geschlossen ist. Und so sind auch alle anderen Anwendungen. Licht an, Licht aus, nach Bedarf, ohne Schalter. Der Sensor bekommt alles mit und steuert auch die sich in der Decke befindliche Infrarotheizung. Wohlige Strahlungswärme, dann, wenn man sie wirklich braucht. Automatisch. Für die Heimbewohner ist das, ist eine ganz interessante Sache. Im Grunde gar nicht spürbar, wenn man so will. Und genau das soll auch so sein. Der Bewohner soll nicht wirklich mit der Technik konfrontiert sein an der Stelle, sondern das soll funktionieren. Der Bewohner soll das haben, was er benötigt. Das ist, wenn er aufsteht und ins Bad läuft, Licht beispielsweise. Da soll er sich keine Gedanken drüber machen müssen, wo er dann einfach rangreifen muss, damit das Licht angeht. Oder wo er drehen muss, damit die Heizung wärmer wird im Raum. Sondern er soll es einfach nur sagen müssen oder einfach auch nur durch seine körperlichen Bewegungen entsprechend beispielsweise das Licht dann in den Raum, im Raum steuern kann. Die Hausleitung kann selber am besten beurteilen, ob all diese Konzepte aufgehen. Funktioniert das alles technisch wirklich einwandfrei? Ja, also ich muss sagen, es funktioniert. Ich war am Anfang selbst skeptisch, weil es doch auch unglaublich viele Schnittstellen bei dem ganzen Thema hier im Haus gibt. Aber die Anwendung ist einwandfrei. Es hat am Anfang ein bisschen gedauert, bis wir es justiert hatten. Es war auch wirklich, dass wir auf die Praxis abgestimmt hatten, also die Schaltzeiten der Lichter und so weiter. Das musste man einfach natürlich erstmal erproben irgendwo. Damit musste man in Betrieb gehen, aber das war innerhalb von wenigen Wochen, waren wir hier so aufgestellt, dass es wirklich für alle passend war. Ja. Änderungen, Anpassungen, kein Problem. Und letztlich nur ein paar Mausklicks, wenn man es von Anfang an mit den richtigen Leuten vernünftig konzipiert und umsetzt. Überhaupt lohnt es sich, alles von Anfang an zusammenzudenken.
Das war von vornherein klar, das neue Gebäude wird komplett auf LED-Technik umgesetzt. Was ein ganz großer Effekt ist, das ist die Tatsache der Präsenzmeldung. Wir haben jetzt die Beleuchtungen nur da im Betrieb, wo auch wirklich jemand anwesend ist. In Bereichen, wo es vorgeschrieben ist, machen wir eine Lichtstärkenmessung und steuern die Beleuchtungsstärke anhand dessen, was an Licht schon vorhanden ist, sodass auch da nur das benötigte Minimum an Licht brennt. Die ganze Technik ist außerordentlich rentabel. Die Kombination von Photovoltaikanlage auf dem Dach, Blockheizkraftwerk und Hauskraftwerk inklusive Batteriespeicher im Keller ermöglicht dem Seniorenzentrum Unterschneidheim eine herausragende Energiebilanz. Die Stromproduktion beträgt 28.000 kWh durch die Photovoltaikanlage und 98.000 Kilowattstunden durch das Blockheizkraftwerk. Damit wird der Jahresstromverbrauch von 78.000 kWh weit egalisiert. Aus dem Netz benötigt man pro Jahr nur noch 11.500 Kilowattstunden. Von der selbstproduzierten Energie verbraucht man hier 60.000 kWh direkt und erzielt so eine Eigenstromquote von guten 48%. Die Autarkie ist mit 83% ein absolut sehr guter Wert. Die Amortisationszeit der gesamten Technik ist dazu glänzend. Die Investition hält sich insoweit in Grenzen, als wir eine Amortisation, und da braucht man über die Investitionskosten nicht mehr zu reden, eine Amortisation des BHKWs in weniger als 10 Jahren erreichen, liegen wir ungefähr bei 8 Jahren. Und wir erreichen eine Amortisation der PV-Anlage mit dem Speicher in etwa 11 Jahren. Auch da braucht man nicht zu überlegen, was passiert, wenn wir es nicht machen. Dann haben wir die vollen Kosten, wir haben keine Amortisation. Und der Einzige, der Geld verdient, das ist der Energieversorger. Das Seniorenzentrum Unterschneidheim macht es vor. Es könnte als Blaupause dienen. Für viele andere Einrichtungen. Egal ob im Neubau oder einer Sanierung. Die intelligente Verknüpfung von Eigenenergieproduktion und Hausautomation weist den Weg in eine sichere Zukunft tragbarer Energiekosten für die nächsten Jahrzehnte.